Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Heinz at 1 zusammen mit dem Fresh Fries. Hallo, Kirsche da hinten. Kirsche? Die Kirsche. Mal gucken, wo wir hinkommen, ne? Bin so gut wie da. Ich frage mich, ob hier sonst noch wer ist. Also Stand jetzt sieht es erstmal nicht danach aus. Zack, auf dem Kirchendach. Hui! Nice. Ich bin im Haus, ne? Ja, ja, mach du mal. Ich hab eine AR. Hier liegen jede Menge Pistols. Also Pistols und Pfeil und Bogen habe ich hier 35 Stück gesehen oder okay. So. Okay. Shotgun. Ich hab eine AK. Nice. Und Helme. Ein Helm. Steht hier ein Auto? Nein. Du warst nur in dem Haus bisher? Ich gehe ins andere. Ich bin nur in dem Haus, ja. Der hat auch kein Auto, was ist denn los? Oh, AR. Oh, AK. Kann ich zerreißen? Jetzt habe ich alle Grundwaffen einmal. Aber ich kann es nicht mitnehmen. Oh, scheiße, nur eins. Hier in der Garage ist noch Scrap Metal. Ich habe keinen Rucksack. Scrap Metal? Ja. Also, vom Helm zerrissen. Ach so, nein. Armor-Strap meinst du? Einmal war da, hab ich. Ja, genommen. Genau, einmal. Weil einmal konnte ich aufnehmen und jetzt bin ich voll. Ich brauche auf jeden Fall, das ist Fakt, brauche ich, einen Rucksack. Einen Sack. Sackruck. Guck mal, ob hier in dem Haus vielleicht noch einer. Hier liegt doch einer, mitten zwischen den Kirchenbänken. Zwischen den Kirchenbänken, ja. Jacke, also, soll ich es nochmal versuchen? Ich nehme mal so einen Bogen mit. Und versuche mir nochmal dran. Vielleicht klappt es. Wir müssen ein bisschen nie ohne sein östlich. Ich gebe dir mal dein Scrap Metal wieder, dann eines. Hallo Eselsbrücke. Hier liegt dann eines Scrap Metal. Danke. Und dann auf. Nach Osten. Glück auf, Glück auf. Erstmal südlich. Was haben wir denn hier? Das gleiche Scheiß. Wir haben leider kein Auto, kein Fahrbahn unter so viel laufen südöstlich. Weil wieder mal kein safe. Auto. Hier vielleicht. Oh, Quad. Zack. Hätten wir mal R gemotzt, weißt du? Hauptsache erstmal jammern. Wo sind wir überhaupt? Da unten. Cranberry. Mein geliebter Ort Cranberry. Die hat den Folge Dings rausgeklaut, den Schlüssel. Nee, ohne Witz. Ohne Witz, denn der Spritz ist aber noch drin. Wie geht denn das? Back off. Hast du? Und ab dafür. Aber wer lässt den Sprit drin und nimmt nur den Schlüssel raus? Das sind doch... Naja, vielleicht war der tatsächlich auch irgendwo gewesen und wir haben ihn noch nicht gesehen. Das kann sein. Das ist so die wahrscheinlichste Variante, sag ich mal. Dass der einfach an uns vorbeigelaufen ist, weißt du? Hier ist öfter mal auch ein Auto. Wollen wir nicht hier zwischendurch mal looten? Ich latsche mal runter. Ja, mach ruhig. Ich muss nur das Auto ja anlassen erstmal. Da liegt ein First Aid Kit. Eigentlich suche ich ja noch Granaten. Hier ist noch ein großer Rucksack. Ja, nimm ruhig schon mal. Habe ich eine Pumpe? Ja, habe ich. Kommst du vielleicht mal mit, du blödes First Aid Kit? Fuck, ey, kein Auto hier. Oh, geil. Full Armor Weste. Ah, ja, nice. Läuft bei dir. Aber keine Granaten. Ich hab ein Molly aufgehoben gerade. Natürlich Brandpfeile, ne? Brandpfeile habe ich auch noch nicht gehabt. Ah, bringt halt auch nur was, wenn du ein Auto triffst. Allgemein Pfeile bringen, glaube ich, nur was. Weil Personen triffst damit ja nicht. Du musst schon großflächigen Schaden anrichten, sag ich mal. Naja gut, wenn er ins Feuer reinläuft, ist natürlich schon was anderes, ne? Hast du einen Rucksack? Nee, noch nicht. Dann lasse ich dir einen über. Mhm. So, ich komme jetzt wieder in deine Richtung. Den Squad lasse ich mal hier hinten kurz noch stehen. Kann man sich immer noch holen. Aber damit ich hier alles lootmäßig mit habe.
So, machen wir mal ein paar Feldbandagen. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Das brauche ich eben nur noch. Habe ich auch Klebeband? Ich habe gar kein Klebeband. Jetzt habe ich einen Rucksack, kannst deinen. Ja, dann zerreiße ich meinen. Damit machen wir, was du willst, quasi. Dann komme ich in deine Richtung, Mann. Ne? Kommst du hier nicht her? Klebeband brauche ich aber noch. Und Granaten. First Aid Kit, nice. Könnt ihr Molly anbieten, sonst habe ich auch nichts dabei. Milli, Molly, Molly. Da hinten ist noch ein Ding. Noch ein First Aid Kit. Oh, eine AR. Habe ich eine AR? Nee, habe ich nicht. Was mache ich denn dann? Dann schaße ich auf den Bogen, dann lasse ich das sein. Dann nehme ich lieber die AR mit. Und rüste mich mit der AR aus. Noch ein First Egg, Money. First Egg Kit, sag ich schon. Ich komme dich da mal ab und dann fahren wir ein Stück weiter. Nice. Macht ja keinen Sinn, da irgendwie groß. Das Einzige, was vielleicht noch interessant wäre, sind schnelle Schuhe. Ich merke schon wieder, wie meine Stimme abhaut. Schuhe habe ich auch nicht bisher. Musst du deiner Stimme sagen, bleib hier. Ja, es ist ganz, ganz widerlich. Jedes Mal, wenn ich mich abends ins Bett lege, fange ich fürchterlich an zu husten. Ah, das habe ich aber auch, wenn ich krank bin immer. Dass man abends dann so richtig abgeht, wenn man im Bett... Ey, es ist so ätzend. Wenn man gerade schlafen will, weißt du? Ja, genau. Vor allem neben dir liegt dein Schatzi, weißt du? Und dann bist du da am Abbrücheln. Das ja nicht. Also meine rechte Hand liegt schon neben mir. Ach so. Okay. Nee, aber ist so, du bist dann da am Abbrücheln und findest einfach keine Ruhe. Steigen Sie ein. So, ich habe eben noch zerrissen bzw. gekraftet. So, Sie können. James, Sie können fahren. Nein, ich habe nur kurz Bandagen gemacht. Ich auch. Ich habe hier 17 Bandagen und 6 Kits. Kein er sagt Auto. Da nichts. Ist er raus? Ich habe 2 Kits, oder? Ja. Der Parameister. Du rockst eigentlich gerade nach einem neuen Auto, erstmal so. Der Meister. Hier wird geschossen. Ist der kam aber kein. Von dir aus rechts, von mir aus links. Naja, irgendwo da. Hier unten wahrscheinlich an den Zelten. Ups. Oh, der war der jetzt drin. Jetzt hast du tot gefahren. Die arme Sau. Hier ist heißes Gebiet, glaube ich. Und von hier kamen irgendwo die Schüsse. Ja, da hinten ist das Klohaus. Hier sind ganz viele Sachen. Nirgendwo so auf den ersten Blick ein Auto. Aber es ist auch nirgendwo, dass da einer schießt oder so. Sonst, wenn die uns hören oder sehen würden, würden sie ja schon schießen. Oft ja, in der Tat. Da hast du wohl recht. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Wo sind wir denn hier? Ach, da, ganz unten? Nee. Sonst waren wir immer oben oder links. Oh, come on. Guck mal, ich habe einen Ausgang gefunden. Da ist der Ausgang. Rechts von dir. Jetzt geradeaus. Ja, da ist der Ausgang. Da kannst du H1Z1 verlassen und kommst du zu Daisy. Wir fahren da mal rein. Oh, hier noch ein. Hier überhaupt, nee, das ist verschüttet. Warte, ich steig mal ab. Oh, geil, das wird bestimmt ein cooles Thumbnail, ey. Jetzt darfst du auch wieder aufsteigen. Hallo, steigen Sie wieder auf. So, einmal Thumbnail gemacht, das ist voll gut. Und so, er macht während der Folge das Thumbnail, weißt du? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Jetzt hat er keine anderen Sorgen, wie zum Beispiel... Der Ausgang von Auto Daisy. Der Ausgang zu Daisy oder so. Ja. Der geheime Weg. Genau, das geheime Lager. Oder der geheime Bunker. Ich verrat auch nicht, wo der ist, auf welcher Koordinate. Ich blende die, glaube ich, aus. G10.
Danke. Hast du ein bisschen mehr Arbeit. Du wirst da rausgepiept. Geht's hin. Die Sache ist, du kannst ja bei mir nicht rauspiepen. Na, deine Folge, die melde ich dann. Oh, ein Quatsch. Schlüssel drin? Wahrscheinlich, ja. Nice, alles drin, okay. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Nichts auf den Autos. Nö, dann nehmen wir das kurz. Es ist zum Mäusemelken, ey. Go, go. Go, go, Power Ranger. Guten Tag. Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? Soll ich jetzt mal auf das Fass schießen? Wir können noch daneben stehen. Ne, jetzt nicht mehr, ist richtig. Wobei, habe ich hier noch eine Granate? Nein, ich habe keine Granate. Stimmt, die wollte ich. Vorhin hätte ich Granaten gehabt. In der letzten Runde. Hier unten war ich echt vielleicht einmal. Also. Ich hätte auch mal Bock hier so hin. So auf die A5, A6. Geil ist, dass du hier so hin sagst. Und ich keine Ahnung, kaputt, weil. Deswegen nenne ich ja die Koordinate. Hab hier noch was gesehen. Ein Auto. Nice, dann sehe auch ich mal was. Das kann ich mit dem Schlüssel nicht nehmen. Ach, er nimmt sich einfach gleich den Schlüssel. Dass er zwei Schlüssel hat. Lass den alten Poppy bloß keinen Schlüssel. Nee, das dass er bloß nicht schnell die Flucht ergreifen kann. Hier unten war ich echt noch nie einfach. Da kommt ein Gas, wollte ich nur gesagt haben. Ne? Echt? Lass mal einfach. Leute, es kommt da auf und zu. Ja, da, ich sag es extra noch. Ich dachte, du meinst, da kommt ein Gas, da vorne ist ein Gas. Oder? Na, jetzt müssen wir voll weit nach oben. Da kommt ein Gas auf uns zu. Was ist denn daran schwer zu verstehen? Ja, das ist arabisch für das Gas ist da hinten. Deswegen ich sprach du, jetzt du nicht. Sprichst neuerdings ich, arabisch. Nein, ich sprach auch nicht von einem Gast. Auch ja, davon der, sprach der ich Gast nicht. Der Gast ist da hinten. Heißt das. Der Gast, nee, den Gast gibt es nur bei Minikraft. Die eingefleischten Minikrafter wissen das. Achso, ich vergaß, du bist ja kein eingefleischter Minikrafter. Nö. Du bist der Stefan. Oh. Wir fahren hier mit Top-Tempo entlang. Oh, Polizeiauto? Ja, hab ich auch schon gesehen. Damit ich drei Schlüssel habe, habe ich mir den Schlüssel noch genommen. Ja, danke. Steht das alte Auto? Jawohl, und dann fährt er das Auto auch noch kaputt. Oh, Beule drin. Ruf die Polizei, komm. Okay. Die sind unterwegs, haben wir gesagt. Wo sind wir denn hier überhaupt? In welchem Dreckskraft? Achso, wir müssen nach Norden hoch, ne? Naja, und ich probiere gerade irgendwo vorzukommen. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ich ahne Böses. Was ist los? Steck mal ein. Ich bin da so etwas gebrandmarkt. Ich kenne da einen, mit dem haben wir schon mal aufgenommen. Echt? Der hat das immer geschafft, bei solchen Situationen seinen Quad explodieren zu lassen. Zu etwa deinen Sohn. Psst, keine Namen. Musst du wieder rauspiepsen. Janik. Bobby macht einfach über meine Tonspur so ein Piep. Das ist ein Torpiepen. Hier würde ich auch gerne mal zelten, so im echten Leben. Ja, cool. Schade, dass das hier nicht im Sicherheitsbereich ist. Schade. Schade, schade, Schokolade. Schade, schade, Schokolade. Hier war auch schon. Das ist ja doof. Wobei, hier sind wir aber safe jetzt. Ja, aber hier war schon jemand. Aber da vorne laufen zwei. Wo ist da vorne? Da. Vor uns. Du betroffen, Alter? Ja, ich blute auch sogar. Okay, aber nur leicht, ne? Nur leicht. Ich habe aber auch leider keinen getroffen, ey. Verdammt. Ja, wir haben den aber gehörigen Schrecken eingehört. Ja, das auf jeden Fall. Und vor allem die sind. So, verbindlich mal eben. Und vor allem die sind zu Fuß, meine ich. Ah ja. Tank mal einmal. Bist verbunden? So, doppelt verbunden. Jetzt blute ich auch nicht mehr und jetzt heilt okay, er auch schneller. Alles gut dann? Bin gar nicht erst getroffen worden von den Noobs. Ja, auf den Fahrer haben sie gezielt und den Beifahrer haben sie getroffen. Ich hatte wieder mein Arschwürdchen.
kann ich ja nichts hören. Die oder die haben die Monstermöpse gesehen, haben sich gedacht, wir ziehen mal auf die Monster-Tippen. Geht auch. Die haben einfach eine größere Hitbox wahrscheinlich. Ja, genau. BH-Größe dreifach D. Triple D. Oh, links ist der Loot. Der Airdrop. Echt? Hier ist rechts. Ah, da vor uns. Vor uns ist auch irgendwo ein Auto. Ja, irgendwo ist ein Auto gefahren, richtig. Hier vor uns, ja. Einer nur. Wo ist er denn? Nach hinten weg. Steig wieder ein. Ja, ich muss jetzt kurz nach. Steig ein, steig ein. Laden, so. Hier sind zwei Autos, ne? Oh, hier ist richtiger Autofriedhof. Ja, hier sind auch zwei Lootsäcke. Ja. Yeah. Die sind tot. Der eine ist, glaube ich, weggekommen. Ich habe den zumindest nicht getroffen, sein Auto vielleicht. Oder? Ja, das Auto habe ich auch getroffen, aber ihn selber habe ich auch nicht getroffen. Mann! Schade, aber man kann nicht alles haben, sagt man immer so schön. Oh, hört sich interessant an. Padam. Ich habe jetzt nicht nach hinten geguckt, aber glaube ich nicht so weit weg. Ja, da war aber auch nicht so nah dran. Also wir hatten schon gehörigen Abstand gehabt. Ne? Ja, ja. Das war schon alles okay. Es wäre jetzt nur schön. Ja, kurz, hier wird das Auto nochmal stehen. Ja, jetzt nur cool, wenn wir den vielleicht nochmal wiedersehen würden. Und oh. Diesmal auch abnuppeln würden. Im Endeffekt ist mir egal, wen wir sehen. Solange wir einen sehen und der stirbt. Solange wir sehen und die Sieger sind, genau. Er kam, sah und siegte, sagt man so schön, ne? Und der war halt alleine unterwegs. Alleine, das hat nämlich keiner zurückgeschossen. Und das war eine Memme, der ist weggefahren, der ist nicht in den Kampf gegangen. Also so wie wir. Na, wir sind ja in den Kampf gegangen. Wir sind diesmal in die Offensive, ja? Oh, ich glaube, diesmal wird's heiß. Na, doch nicht. Alles gut, wäre ich weitergegangen. Dann wäre es vielleicht heiß geworden. Weil hier ungefähr war es gar nicht. Geil wäre es, wenn durch die Bomben der Wald anfangen würde zu brennen. Das wäre cool. Und man da dann nicht mehr fahren könnte. So. Ja, genau. Dass dann da einfach so ein Großflächenbrand ist oder sowas dahinter. Anstatt so Gas. Das wäre natürlich auch geil. Atomreaktion oder so, dass man verstrahlt ist dadurch. Nee, anstatt Gas einfach Feuer. Ah, kann auch. Das wäre auch eine nice Idee. Oder halt so Giftgas, dass man innerhalb von 5 Minuten dann alle töten muss oder halt tot ist. Oder halt durch die Bomben dann Gas entsteht oder so. Weil dann ist das, wäre das Gas zumindest plausibel, wo das herkommt. Um der Story mal so das Runde etwas zu geben. Na, plausibel ist das ja eigentlich auch so. Die wollen halt das Militär, die letzten Zombies, die hier sind, ausrotten, sag ich mal. Weil normalen Just Survive sind ja Zombies hier. Auf der Map. Ja, natürlich, natürlich, das ist ja klar. Das aber ist ja, es ist ja nicht schlüssig. Es ist ja nicht schlüssig, wo das Gas genau herkommt. Es ist ja einfach da. Ah ja. Und das wäre dann plausibel, dass das dann über die Bomben kommen würde. Weißt du, dass die Bomber, dann würden die auch noch weiteren Sinn machen. Vor uns Polizeiauto. Da fährt das Auto. Aha, die sind zu zweit. Die sprechen sogar in-game. Echt? Ja. Wo ist er? Hallo, hallo. Hinter uns. Kann nichts machen, ne? Ja, ich weiß. Rechts? Der ist rechts neben uns. Oh, Scheiße. Ist, dass der so grindet, ne? Nein, unser Auto brennt! Raus, raus, raus! 3, 2, 1, jetzt! Wo ist der? Einer hockt da oben. Zwei. Ah, oh, Scheiße, ich hab ihn angehittet auf 72. Verdammt! Oh Mann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpasst und mit einem Abo. Schaut aber Onkel Poppy vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao. Und jetzt sind sie im Gas und verrecken selber auch. Bis dann. Ciao.